Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Jo, wir sind hier im Shop, sehen, dass hier ein paar Sachen im Angebot sind. Aber leider nichts, was uns interessiert, was ein bisschen schade ist. Jo, wir gehen mal uns unterm Deck und zwar es fehlt uns noch 9 Karten. Ich war schon überlegen, den nachzufragen. Aber ich werde erstmal die Truhen öffnen, weil da haben wir natürlich auch eine Chance drin. Der liebe Destructor unter den... Ich meine, es war der gestrige Part. Ich habe gerade die Kommentare gelesen, aber nicht den Kommentar, dem Part genau angeguckt. Hat der liebe Destructor unter dem Part kommentiert, ja, das war wahrscheinlich dieser eine Typ oder sowas. Das war ja sehr, 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 sehr wahrscheinlich, wie man... Wo haben wir das denn? Irgendwo ist er doch raus. Guck mal, wie weit kommen wir denn hoch? The King. Hier, Troja hat den Clan verlassen. Oh, Max. Momentan ist er wieder im anderen. Wahrscheinlich sind die da auch am Schnurren oder so. Also ich weiß nicht, wie man und warum man so oft einen Clan wechselt. Aber, naja, finde ich komisch. Ich habe mir auch Videos von diesem Typen angeguckt, von diesem Was. Von dem Leader hier. Und er scheint eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Und ich habe auch den Livestream nachgeguckt, so ein bisschen, wo er in unser Turnier reingekommen ist. Und es hat wohl jemand in dem Livestream-Chat geschrieben, ne, möchtest du nicht in mein Turnier? So. Und klar, er war jetzt ahnungslos und sowas, hat natürlich dann auch Leute von sich, ne? Also, ich war es zum Beispiel, ne, ich finde den ganz sympathisch. Auf dem ersten, ne, wie ich den da so gehört habe und sowas, ganz sympathischer Typ eigentlich. Und ihm möchte ich da eigentlich nichts ankreiden, aber deinen anderen Leuten. So, vor allem diesen einen Typen willst du bei meinem Turnier mitmachen. So, das Turnier heißt Community, die erste. Oder die Nummer 1 oder was weiß ich, also die 1 Punkt. Und dann sagt jemand, ja, willst du bei meinem Turnier mitmachen und der hat gar nichts damit zu tun und sowas. Finde ich komisch, aber gut. Naja. Er hätte auch beim, oder schon 6, fehlen auch 3. Der hatte auch bei Twitch schon einen ganz komischen Benutzernamen, so einen komischen, keine Ahnung, irgendwie uncool oder mega cool oder irgendwie sowas, irgendwie so komisch hieß der. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, ist klar, Digga. So, wir öffnen jetzt auf jeden Fall die Riesentruhe, da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf, weil da gibt ordentlich Money und Money können wir immer gebrauchen. Barbarenhütten, naja, ja, Päcker sind jetzt auch nicht so, Alter, ist das dein Ernst? 188 Minenwerfer. So, Speerwerfer anfordern. Oh, das war ein Makko von mir. Nur noch 3. Ja, das war ein Makko von mir von Online-Games, wenn ich dann Laden oder sowas aufmache mit Geld und sowas. Dafür steht das. So, jetzt kann man eigentlich ausgerüstet. Ich habe das vorhin eingeklickt zum Gucken, ne? Ich glaube, ich werde ganz kurz gleich mal bei meinem Handy reingehen und dann, kribbelt meine Nase. Nicht Spaß, also nicht Spaß, ich kribbel tot, aber, ne? Würde ich gerne gleich bei meinem Handy reingehen, mit meinem mache ich gerade und, werde dann mal das Ding, paar Dinger verschicken. So, da haben wir schon mal welche. Okay, das heißt, ich habe jetzt eigentlich genug. Sollte auch ein bisschen auf das Spielgeschehen achten. Ich schicke hier überall an alles. So, ja. Die kann ich so deffen. Da sollte ich natürlich keine Skelettarmee alleine wegen den Totenkopf-Mann da, wegen den scheiß Explosionstypen. Wäre natürlich schon blöd, wenn ich da jetzt eine mache, ne? So. Können wir beenden? Gleich können wir die upgraden. War halt mega geil, jetzt haben wir den noch eine Stufe höher. Freut mich dann auf jeden Fall. So. Schaffe ich den zu deffen? Ich glaube, ne? Dann kann ich nochmal einen Elixier-Sammler setzen. Für mehr Elixier! Weil mehr Elixier ist mehr Spaß, weil mehr Spaß heißt mehr Einheiten und dann freuen wir uns. So, zack und zack. Jetzt wird alles hier aus Sack gemacht, denn ich sag dem Gegner guten Tag. Mein Ries ist unterwegs und freut sich schon nur sehr, denn der Gegner wird jetzt sterben. Oh yeah.
Okay, das hat nicht so ganz gut geklappt, aber wir haben trotzdem den Turm und das ist... Das ist es doch schon mal wert, ne, liebe Leute, das ist es doch schon mal wert. Da haben wir auch sehr, sehr schön gedieft. Das heißt, ja, wir setzen einfach hier mal so ein. Hier nochmal so ein. Dann würde ich das gleiche gerne vielleicht auch auf der linken Seite. Gegner das Spiel verlassen. Okay, das ist unsere Chance, auch wenn das ein bisschen blöd ist und so. Aber hier geht es um Kronen und sowas. Da ist mir das Wichtigste selbst zu gewinnen. Im Turnier zum Beispiel habe ich ja sogar das eine Mal ein bisschen spät gemerkt, dass der eine rausgeflogen ist, aber habe da ja sogar noch ein bisschen gewartet und so. Und ja. Deswegen, wenn es um irgendwas Anführungsstrichen Wichtiges geht oder sowas, warte ich natürlich. Oder wenn es ein Fun-Duell innerhalb, warte ich natürlich, bis die Leute da sind, weil das sonst natürlich mega, mega unfair ist. So, Claire Tom hat uns Sperrwürfel geschenkt. Vielen Dank. So, 4000 kosten die, okay. Hätten wir aber schon auf 8, Mann, das. Beziehungsweise auf 9, das wäre schon geil. So, dann. Wie viel habe ich? Ich habe ein über. Das heißt, ich kann ein verschenken, mehr nicht. Dann ist Schluss bei mir, weil sonst habe ich ein zu wenig. Oder wir kriegen nochmal welche in der Truhe. Das kann natürlich auch sein, wir gucken einfach mal. Oh, ich spiele mit dem Spam-Deck, oder? Ich habe nicht gewechselt, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Dann müssen wir es hier einmal wechseln. Er sagt viel Glück, das ist. Oh, danke, dem wünsche ich natürlich auch viel Glück. So, dann werfen wir da mal ein Fass hin. Gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Pfeilhagel? Ne, er haut da andere Dinge raus. Hat er natürlich wesentlich günstiger jetzt gemacht. Weil die kosten nur 2. Meine sind natürlich teurer. Meine kosten 3. Das ist einer mehr. Aber ein Elixier mehr kann sich schon rentieren für den Gegner. Das ist. Ist einfach leider Gottes so. Ne, muss man einfach mal so die Fakten auf den Tisch hauen, ne, so. Naja, nee, genau so. Problem ist, bei mir ist der ganze Tisch voll und ich kann da nicht wirklich draufhauen. Aber ich hoffe, man hat das Wohnzimmer ein bisschen gehört, dass ich da versucht habe draufzuhauen. Stimme, bitte. Ich brauche dich noch. Ich brauche dich doch noch. Bitte verlass mich nicht. Weil ohne dich kann ich nicht sprechen. Und jetzt hoffe ich, dass die Bogenschützen das umhauen. Sehr, sehr geil. Auch wenn die gar nicht geschossen hat, oder beziehungsweise es nicht so aussah, als hätte die geschossen. Aber sie hat das Ding erledigt und geschafft, ne? Und ich war schon mal sehr nervös, ja. So. Ich höre mit so ein paar Fliegenden da ran und dann wird, dam dam dam, bam 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 bam. Bam 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 bam. Das war kacke, weil ich habe die jetzt geopfert. Alles voll in die Valkyrie rein. Und wofür? Für nix. Ich weiß, ich bin ein fieses Schwein. Denn ich opfer meine Einheiten einfach da rein. Der Gegner hat einen Turm, das ist mir jetzt ein Wurm. Beziehungsweise egal, aber. Wurm passt eher. Deswegen habe ich Wurm gesagt. Mein Handy hat vibriert. Das finde ich nicht so toll. Ich muss gleich gucken, wer mir geschrieben hat. Lololol. Weil das könnte was Wichtiges sein. Aber vielleicht auch mega unwichtig. Und ich gucke jetzt einfach umsonst. Kann natürlich auch sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapper als knapp. Für meinen Geschmack. So. Den dahin. Die da so hin. Lassen sie mich um den Drake kümmern. Finde ich sehr nett. Okay, das läuft jetzt nicht ganz so geil. Wie ich erhofft habe. Läuft nicht ganz so geil, wie ich erhofft habe, wenn ich das so sagen darf. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ein Packer ist in Ordnung, weil das ist ein Solo-Dingsy und der kann nicht so viel ausrichten. Okay, das war's.
den werde ich nicht deffen können. Gut gemacht hat er das. Gut gemacht. Okay, es war in Anführungsstreichen wichtig. Ich habe neue Findus-Bilder bekommen. Das ist schon wichtig, ja. Und ich bin ja der kleine Onkel, ne? Der kleine Onkel für den Findus. So, viel Glück. Ich wollte gar nicht mit dem Spam-Deck spielen. Ich wollte mit dem anderen spielen. Momentan will mit dem anderen besser durchkommen als mit dem Spam-Deck. Da muss man immer so ein bisschen einmal am Tag abweichen. Dankeschön. Und wenn einmal am Tag so denkst, oh, damit kann man besser durch, dann wechselt man natürlich das Deck. Ist ja ganz klar, ne? Aber womit du besser durchkommst, das nützt natürlich, ne? Es ist die gute Mathematik der 1x1 Indianer. Jeder kennt die 1x1 Indianer und damals war es schon so, das wird heute genauso noch gemacht, ja, ja. Ich würde euch jetzt auch gerne zeigen, die Bilder. Das Problem ist, dafür müsste ich das, PC anschließen. Dafür müsste ich aufstehen, mein Kabel holen, was am Bett liegt, weil das immer zum Laden, ne, am Bett ist. Und das wäre schon wieder kompliziert, ne? Ist ja nicht so einfach, ne? Ist ja nicht so einfach. Schudeli, 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 Schudeli. Wir wollen jetzt den Tower, bin ich wunderbar. Ach, der Gegner will das nicht. Finde ich ziemlich unverschämt. Oder so. Oder so. Ich will jetzt auch auf der anderen Seite durch. Ich hau den weg, diesen Lurch. Weil alleine kann er nix. Dieses blöde Adgedit. Was? Nein, der darf gut, ne? Aber der angreifen muss er ja und ne? Der muss ja auch seine Brüche verdienen. Aber nein, tut er nicht. Weil er ist nicht Korn! Weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen, weg mit dem ganzen, weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen, weg mit dem ganzen, weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen Dreck da! Weg mit dem ganzen Dreck da! Wir haben eine Krone, wir finden dich wunderbar! Ja! Wir wollen eine Krone und auch manchmal zwei Kronen. Und wenn es geht, auch mal drei Kronen, aber die nur ab und zu. Wir wollen manchmal auch nur eine Krone, manchmal auch nur zwei Kronen. Und dann noch eine Krone zum Mitnehmen, die mag ich sehr. Das ist mir egal, weil du kannst, okay, das finde ich jetzt ziemlich unfair, was du hier abgezogen hast, Mann. Bin dir jetzt nicht so geil, ich hoffe, das weißt du, Mann. Ich hoffe, das weißt du, Mann. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das weißt du, Mann. So ist es, so ist schön, wir wollen den Gegner umhauen gehen, denn wir wollen die Kronen da, finde ich wunderbar. Ja, wir wollen da, ein paar Kronen, finde ich nice. Ja! Nice! Gutes Spiel. Gutes Spiel, ihr Gegner. Das kann nur ein wahren Kronenkönig geben, und das bin ich. Ja. Oh nein, wir haben schon das Deck. Oh Mann. Wir haben schon das gleiche Deck. Ich wollte ändern. Okay. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir müssen nur die Arme hochkrempeln und dann denken, dass wir gut sind. Dann schaffen wir das. Dann schaffen wir das. Und ich huste einmal kurz. Räusch bei mich, tut mir leid. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder und da kommt der Pavorana-Schweinchen! Pavorana! Pavorana! Ich glaube, die Hitze macht mich fertig! Aber ist ja in Ordnung, oder?
Obwohl, wenn es dann alles auf ist, sind wir trotzdem mega warm. Und wenn ich im Bett liege, ist es meistens nie mega warm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mein PC direkt unter meinem Schreibtisch ist, da wo meine Füße sind. Und deswegen meine Füße so mega warm werden. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt verstanden habe, wenn ich so rede. Kann sein, dass man das nicht tut. Unter Umständen. Nur gesagt, die sollte nicht weit kommen. Wir warten erstmal Lix hier. Okay, oder auch nicht. Weil der Gegner immer hier Stress macht. So, was willst du jetzt machen, hä? Oh nein, ich wollte ihn nicht. Nein, 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 bitte nicht. Es ist wasted. Muss ich ihn deffen? Einmal schon hat Damage, aber das schaffen wir. Schaffen wir. Wenn er da was setzt, dass ich direkt da was. Und dann, wenn er links was setzt, hau ich direkt rechts was hin. Und dann gehen wir einfach durch und fallen. Der totalen Krieg! Wir wollen den totalen Krieg! Oh shit! It's got a shit, man. It's got a shit, man. It's got a shit, man. Okay, es wird sehr ernst, Leute. Sehr ernst. Wir müssen einfach nur genug Power aufbringen und dann das Kamehameha machen. Dann können wir da durchkommen. Okay, das wird sowas von gar nichts. Wir werden das so verkacken, weil er so viele, die uns gerade angreifen. Ich finde das nicht nett. Gutes Spiel. War da eh ein anderes Deck. Oh Mann, der Kleine ist so niedlich. Ich hab schon wieder ein Bild. Ich will das gerne zeigen. Oder muss ich aufstehen und ich bin zu faul dafür. Tut mir leid. Dann muss ich das jetzt auf dem PC und so machen. Wir wechseln jetzt erstmal das Deck, liebe Leute. Oh, wir können den immer noch nicht upgraden. Oh. Okay, habe alle die anderen überhaupt an Ruhe bekommen. An Ruhe kommen. So. Dann Deckwechsel, ne? Haben wir. Dann werde ich jetzt das Deck, das Game suchen und dann werde ich ganz schnell mich verpissen und mein Kabel holen, dann kann ich euch das zeigen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh. Wow. Wow, wow, wow. Der übertreibt auch ein bisschen, der junge Hase, du. So. So. Ich mache hier gleich das Geräusch, dass irgendwas angeschlossen ist am Handy. Ja, am Handy. So. Ich habe halt gerade jetzt Hardcore reingeschmatzt, weil ich nicht von Anfang an mitgespielt habe. Aber wir schaffen das noch. Wir schaffen das liebe noch. Wir schaffen das liebe noch. Liebe Leute, wir schaffen das noch. Das war mein Satz, den ich rausbringen wollte. Hat nicht so ganz gut geklappt. Aber okay. So, noch ein Skelettarmee hinterher. Da freut man sich sehr. Und da kommt dann Knall. Oh yeah. Zack. Da ist es. Und kann mein Handy suchen. Also, ne, in der Datei, denkt sie. Und dann kann das losgehen. So. Interner Speicher, Alter, ich habe schon fast 6 GB auf dem Handy, Mann.
Images. Da WhatsApp. Media. Weil ich jetzt verliere, ist mir egal. Ich möchte euch unbedingt das Bild zeigen von dem kleinen Findus. Oder die Bilder. Image. Weiß gar nicht, was der Gegner gerade alles macht. Ich gucke immer nur zur Hälfte zu und dann bin ich wieder weg, weil ich bin einfach nur so am Klo, weil ich kann nur Multitasking. Juhu, Mann. Wenn du kein Multitasking kannst, ja, dann geh doch mal nach Hause und lern das. Oder so. Da, ich glaube, ich habe die gefunden. Die Bilders. So, dann ziehe ich mir die alle natürlich erstmal auf den PC. Zack. Oh, guck mal, da habt ihr was gesehen. Oh no. Okay. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz hinzufügen Bild. Desktop. Tut mir leid, das ist jetzt so relativ unprofessionell gemacht ist, aber ja, so ist das, ne? Was ist das? Hi! Okay, muss ich ein bisschen kleiner machen, sonst sieht man das nicht so ganz. Da guckt der Kleine so halb, so hallo! Hallo! Vielleicht einmal eins hinzufügen Bild. Ich glaube, ich muss gleich mal rechts schieben, damit das besser aussieht. Müsste das eins sein? Hallo? Das ist aber so cool, wenn der einfach auf einmal da ist. So, Szene bearbeiten, das hier auf jeden Fall darüber. Das sieht so besser aus. Dann habe ich noch ein Bild, liebe Leute. Das muss auf jeden Fall auch noch kurz rein. Bild. Finger. Willkommen. Und das hier. Hallo? Die sind immer so groß. Weil er halt so hochkant, weil das mit dem Handy aufgenommen ist. So. Aber auf jeden Fall neuen Input von Findus, liebe Leute. Wir haben neuen Input von Findus. Ich glaube, das freut so ein bisschen jeden so ein bisschen, ne? Also mich freut das immer sehr, wenn ich da Bilder bekomme. Oh, ich muss natürlich Szene bearbeiten lassen. So. Was sagt ihr zu den Bildern? Welches findet ihr am schönsten? Eins, zwei oder drei. Ah, warte, ich muss das hier zeigen, ne? Da seht ihr meine Maus. Hallo? Ist hier zwischen dem Bild links und rechts, also zwischen. Eins ist das hier links, zwei ist das in der Mitte und drei ist das rechts. Was findet ihr am schönsten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde ihn mega niedlich und der wird mittlerweile voll schnell groß und so. Mega niedlich, der Kleine. Ey, ich muss ja sagen, ich persönlich finde das irgendwie am niedlichsten. Deswegen bleibt das heute hier. Ne, warte, wir haben das Spam-Deck ausgetauscht, ne? Wir sind ja da. Deck 1 weg. So. Noch einen Kampf brauchen wir circa. Oh, der Kleine ist so süß. Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Echt? Ah, ich war ein kleiner süßer Kater. Oh. Da kann man nie böse sein. Wenn ihr böse seid, guckt euch einfach ein Bild von Findus an und dann seid ihr wieder happy. Und er ist so klein und süß und unschuldig und böse. Hat meine Schwester gesagt, dass der Maustick in deinen Ohren hat ab und an. Und ich hatte ihnen ja Spitzzeug geschenkt. Und Spitzzeugangel. Und eine Stoffeule. So ein kleines Mini-Kuscheltier, was es auch da im Laden gab für Kastenspitzzeug und so. Habe ich ihnen natürlich das auch geschenkt. Die kleine süße Eule. Und Ende von Lied ist, die Eule hat ja schon ein Loch drin. Das ist natürlich super geil, ne? Aber naja gut, muss man durch, ne? Ist nun mal so. Die Sachen sind dafür da, um damit zu spielen und wenn die kaputt gehen, gehen sie halt kaputt. Und ich meine, wenn die nur so ein kleines Loch an der Seite oder sowas haben, dann kann man das natürlich wieder versuchen zu nähen. Also sollte man da nicht so viel Stress sich machen. Das ist ein kleiner süßer Kater, der ist am Spielen, der ist verspielt und dass da mal was kaputt geht, ist nun mal so. Da muss man mit leben. Dass auch vielleicht Sachen kaputt gehen, die man irgendwo stehen hat oder so, ein Bilderrahmen oder sowas, wenn er da vorbeiläuft oder so. Kann auch immer passieren. Deswegen
Liebe Leute, wenn ihr eine Katze oder allgemein euch ein Haustier anschafft, was rumläuft, in der Wohnung, im Haus, wie auch immer, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass was kaputt gehen kann. Es muss nicht, aber wenn ihr damit rechnet, dass etwas kaputt geht, dann ist die Enttäuschung dann nicht so hoch, falls wirklich was kaputt geht. Wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte und meine. So, zack und zack. Ja, Kollege, so kommen wir denn einfach nicht weiter, das weißt du, ne? Wir kommen so einfach nicht weiter. Weil du spielst den, ich spiel den, jeder kann den nicht umhauen und freut sich dann und so weiter, ne? Weißt Bescheid? Das bringt so nix. Das bringt so einfach nix. So. Zwei Hexen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil Hexen kann man gut treffen, wenn man einen fetten Riesen vorhat. Deswegen habe ich damit echt gar kein Problem. Ich habe gar kein Problem damit, der Gegner, Mann. Gar keins. Einfach gar keins habe ich damit, Mann. Dann holen wir einfach nochmal einen Elixiersammler, weil ich denke mal, dass das Game ein bisschen länger dauern wird, deswegen brauche ich noch einen Elixiersammler. Ja. So ist der Plan. Dann wollen wir und eine Kugelarmee und fallen dadurch. Oh je, Mini, doch der Gegner möchte das nicht. Ist mir aber egal. Two, one, let it rip. 3, 2, 1, Kronika. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wir kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst uns alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es alle. So, nochmal ein bisschen Gifte, Gifte, Gifte. Weil das Gifte kann ja nicht schaden. Gifte hat noch niemanden geschaden tun, weil der Gifte ist gut, juhu. So, 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 so. Nochmal vorne auf jeden Fall einen Ofen hin, damit der deft. Ja, das Problem, wir haben auf beide Seiten was deft, was unserem Tower untouchable macht. Und das ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? Man muss ja an der Stelle einfach mal sagen, das ist einfach nicht so geil. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye, gutes Spiel, ja, das war halt, oh ja, keiner kam durch, Game, ne? Ich hätte vielleicht einfach versuchen sollen, auf der anderen Seite was durchzuschicken oder so. Ah, fällt einem später wieder ein, aber vorher natürlich wieder nicht. Ah, der kleine Studis. Komm, wir können ihn sogar so machen, dann hält er sich da an der Seite fest. So. Oh nein, ich will nicht runterfallen. Oder hier so, dann passt doch genau da zum Dings. Okay, ich höre schon auf, mit dem zu spielen. Ich sage, okay. Viel Glück. Ah, ich finde ihn niedlich. Ich finde ihn sehr, sehr niedlich. Ich würde auch gerne eine kleine Katze haben, aber... Mein Papa möchte das nicht. Weil ich ja noch zu Hause wohne und dann kann ich nicht sagen, ich will aber. Weil wenn die sagen nein, dann heißt es leider nein. Muss man sich natürlich dran halten. Jo, dann haben wir noch mal Gift hin, weil Gift hat noch niemanden geschadet. Die Gegner freuen sich immer sehr, wenn das Gift da ist. Oh yeah. Ja, das Gift ist da. Ich freue mich sehr, oh ja. Jeder mag das Gift, das ist doch mal sonnenklar. Ja, das Gift ist da. Ich freue mich sehr, oh ja. Jeder mag das Gift, ja, das ist doch mal sonnenklar. Aha, aha. Aha, aha. Oh nein, da ist er wieder, so eine blöde Walküre, Mann. Die dreht sich immer und haut den ganzen Wald da mal um. Ha. Doch nicht mit mir. Doch nicht mit mir. Denn ich hole den Ofen raus und putze sie mal weg. So ein scheiß Dreck. Diese blöde Kuh, ja? Ich lasse sie nicht in Ruhe. Hau die einfach um. Mach tschung 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 bum bum. Und dann ist alles mal vorbei. Weil Clash Royale hat eine Schweinerei. Oh nein, oh nein, oh nein. Der will jetzt etwa nicht mein Turmchen da kaputt machen. Oh nein, das fände ich aber erst gemein. Ich fange an zu reimen, ab und zu auch mal zu schleimen. Weil wenn ich nicht mehr reimen kann, dann muss ich schleimen, Mann. Weil dann kommen alle an und sagen, gut gemacht, Mann.
Einfach nur gut gemacht, Mann. So, und noch ein Magier dazu. Der Poverana-Schwein ist da, ich freu mich sehr, oh ja. Dann wollen wir nochmal durch. Die Hexe noch dazu. Die Valkyrie stirbt denn nu. Oder auch nicht, ich hol mir einen Turnschuh. Da, da, da. Das ist alles wahr. Denn wär ich nicht da, wär der Gegner nah. Aber ja, der Gegner da. Wer hätte sterben, na klar. Weil das Kronen-K.O.M. wird er nicht überleben, Mann. Wird er nicht überleben, Mann. So, ho, ho. Yo, ho, ho. Geh da durch, yo, ho, 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 ho. Das Gift sollte ihn killen, hoffe ich mal. Weil wenn nicht, wäre das blöd, denke ich mal. Doch es sieht gut aus, der Pfeilhagel macht das Leben aus. Nice, Mann! Hat sogar gesangtechnisch gepasst, ne? Alter, ich bin voller Profi! Rapper! So, wir haben alle Kronen, das ist sehr geil, das passt hiermit, den habe ich da jetzt keinen verschwendet und wir öffnen natürlich die Kronentruhe. Tschuldigung! Boah, Alter! War da schon immer so viel Geld drin? Nee, warte, wir sind ja in höhere Ebene, also höhere Arena, das heißt, wir kriegen mehr Geld. Das ist nice, Mann! Oh, ein epischen Golem! Den können wir upgraden! Können wir sogar, weil wir den ja eh nicht vergeben können. Aber, liebe Leute, bevor wir den abgeben, liebe Leute, ne? Bevor wir das machen, liebe Leute von heute. Pass auf, pass auf! Screenshotten, weil momentan läuft Hardcore. Screenshot. Mega nice, Mann. Alter, wir sind sogar bald Level 9, Mann. Richtig geil. Es geht vor 800, brauche ich jetzt. Das geht bis 13 hoch. Die können wir ja bis 13 machen. Das heißt, hier fehlen nicht mehr so viele. Dann haben wir die auch bis 13 hoch. Dann sind wir die Kings, ja, sind ja die Profis und so. Und ja, liebe Leute von heute. Wir gucken mal, was können wir da als nächstes anfragen. Da nicht so viel. Hier könnten wir mal nach Öfen fragen. Weil Öfen braucht, glaube ich, so gut wie keiner. Und dann werde ich da mal demnächst nach Öfen fragen, wenn ich dran denke. Falls nicht, dann schlagt mich und schreibt es mir in die Kommentare. Gut, Findus geht jetzt schlafen. Na los, Findus, komm, schlafen gehen. Und dann würde ich auch sagen, dass ich jetzt auch einmal Schluss mache. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, liebe Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe dann wirklich um 18 Uhr, dass jetzt die Folgen wieder pünktlich sind. Also, bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Ne, warte, ich habe schon wieder falsch gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und über einen Kommentar. Und das war's, euer Kletom. Ciao, ciao und bye, bye.